Einen wunderschönen Dienstag, Nikolaus, euch allen. Der 6. Dezember steht vor der Tür, das 6. Türchen wird geöffnet. Ja, wir hatten ja in den letzten Tagen schon echt schöne Soundtracks und gestern hatten wir auch einen Doppel-Soundtrack und zwar Sonic Colors und Sonic Colors Ultimate. Und ich muss sagen, heute haben wir einen sehr atmosphärischen Soundtrack. Ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch eine etwas zwiegespaltene Meinung hat. Ich bin gespannt, wie ihr ihn findet. Ich finde ihn sehr schön. Ich finde ihn sehr atmosphärisch. Ich trinke meinen Tee weiter, während ihr euch den Soundtrack anhören könnt. Let's go. Vamedo aus The Legend of Zelda Breath of the Wild. Einer der vier großen Titanen in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und ich muss sagen, ja, alle Titanen haben einen schönen Soundtrack, aber ich finde, der Vamedo Soundtrack ist nochmal besonders schön. Er verkörpert diese Höhe, er verkörpert wirklich dieses Fliegen. Und besonders mit den Bildern, die man im Titan sieht, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses Soundtrack extrem atmosphärisch und man bekommt wirklich das Gefühl von Höhe, von einem Vogel, der frei fliegt. Wir haben hier Streicher, wir haben diese Glocken im Hintergrund, die für mich persönlich den Soundtrack sehr ausmachen. Also ich glaube, ohne diese Glocken hätte ich den auch nicht so gut gefunden. Dieser Soundtrack verkörpert für mich sowohl Schönheit als auch Bedrohung zugleich. Ich kann euch gar nicht genau sagen, warum das so ist. Auf jeden Fall fühle ich mich bei diesem Soundtrack wohl. Liegt vielleicht auch daran, dass ich den Titan sehr mag. Vamedo, der wohl einfachste, aber auch coolste Titan in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und dazu spielt auch sehr stark der Soundtrack. Ich muss sagen, die ersten paar Minuten kann man gerne skippen, beziehungsweise ich glaube die 1 Minute 20, da ist nur so ein Vorgeplänkel, aber wenn die rum sind, dann wird der Soundtrack richtig schön. Und ich muss dazu sagen, dadurch, dass Breath of the Wild eh nicht so viele Soundtracks hat, ist das wenigstens einer der Perlen, die Breath of the Wild hervorbringt. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, dass uns Breath of the Wild auch noch einmal wieder begegnen wird in diesem Adventskalender. Bis dahin, euch einen schönen Nikolaustag, lasst euch reich beschenken und das erste Viertel des Kalenders ist schon rum. Man hört sich morgen wieder am 7. Danke, dass ihr zugesehen habt. Schreibt mir mal bitte eure Meinung zu dem Soundtrack in die Kommentare und ratet fleißig weiter, was die Nummer 24 ist. Ciao!